Es ist einfach zum in die Luft springen, wie stark die Men in Purple im Moment ihre Gegner dominieren und trotz des Erfolges nicht die Bodenhaftung verlieren. Spieler sowie Fans sind einfach hungrig nach Erfolg. Im Topspiel gegen den Tabellendritten aus dem Allgäu allerdings hatte die Offense zu Beginn des Spiels so ihre Schwierigkeiten. Die ersten Punkte erzielte René Möll mit einem 40-Yards-Field-Goal. Den ersten Touchdown des Spiels, den erzielten die Gäste. Im zweiten Viertel war es Francis Barr, der den Ball in die Frankfurter Endzone trug. Die Comets damit mit 3:7 in Führung. Und wieder stand das Punt-Team der Hessen auf dem Feld. Doch Headcoach Markus Kran packte einen Trickspielzug aus. Frankfurt puntete nicht, sondern Tyler Stoddard schnappte sich den Ball und trug ihn über 60 Yards in die gegnerische Endzone. Was für ein Spielzug. Damit hatte Frankfurt nicht nur die Führung übernommen, sondern dominierte ab diesem Zeitpunkt auch das Spiel. Und kurz vor der Halbzeit konnten die Men in Purple dies auch in Punkte ummünzen. Pass von Quarterback Mike Waxin und er findet David Hironyansa in der Endzone. Damit ging es mit einer 16:7 Führung in die Pause. In der zweiten Hälfte öffnete der Himmel seine Pforten und es regnete in Strömen. Das trübte die Stimmung im Stadion allerdings nicht, auch weil Frankfurt das Spiel immer deutlicher für sich gestaltete. Nach einem Safety und zwei weiteren Punkten konnte Nathaniel Morris den verunglückten Punt aufnehmen und direkt in die Endzone zurücktragen. Erneuter Touchdown und mit dem Extrapunkt durch René Möll stand es nun 25:7. Auch im letzten Abschnitt zeigte die Frankfurter Defense wieder, wie stark sie aktuell ist. Erst ist der Quarterback der Gäste gehörig unter Druck, wird den Ball aber gerade rechtzeitig noch los, doch dieser Pass wird abgefangen, Interception durch Quade Chapuis. Der Schweizer schnappt sich den Ball und trägt ihn weit in die Hälfte der Comets. Wenige Spielzüge später macht Universe endgültig den Sack zu. Jesse Lewis mit einem Lauf über 4 Yards in die Endzone und zusammen mit dem Extrapunkt heißt das Endergebnis 32:7. Und im strömenden Regen wurde von allen Beteiligten den Einzug in die Playoffs gefeiert. Und auch das Heimrecht im Playoff-Viertelfinale dürfte den Men in Purple kaum noch zu nehmen sein.